Hallöchen, weiter geht es mit Haunting Ground. Wir befinden uns gerade in dieser komischen Bibliothek und ich hätte auch gleich wieder Lust aufzunehmen, es ist so schrecklich mit mir. Und da liegt ein Buch auf dem Tisch. Da liegt ein Buch auf dem Tisch. Das habe ich doch gerade gesagt. Von Fiona, Geheimnis des Doms. Denke ich jetzt mal, so schauen wir uns das mal an. Falsche Taste. Ach. Okay, nee, nicht aufregen. So, hallo. Es spielt mal wieder rum, wie immer. Buch geschrieben. Buch. Geschrieben von Fu Canelli über altertümliche alchemistische Symbole. Die Wände des Doms von Notre-Dame Simon. Cool. Sehr cool. Genau. Und dann könnte man sich hier einmal kurz umgucken. Sag mal kurz. Die Bücher sind nach den Autoren angeordnet worden. Dieses Regal ist ein Bücher von Nikolai. Achso, ja, okay, Nikolai. Ni Ich kann sie aussprechen. Ich merke schon, ich bin behindert. So, Dieses Regal scheint Bücher von. Oh, okay, gut. Dann nicht. Die Bücher sind. Weiß ich nicht. Irgendwas mit P. Parasek und so. Das hier ist einmal eins der Bücher. Ja, genau. Und das ist dann nämlich einmal Kunst der Weisen. Kunst der Weisen? Na, das klingt wie. Genau. Genau. Wie Flamel. Flamel. Keine Ahnung, ich habe. Kennt ihr das irgendwie, wenn ihr jetzt so Zähne putzt und dann sind eure Zähne. Also nicht eure Zähne, dann ist irgendwie so, habt ihr so ein komisches Gefühl. Das ist ganz komisch. Ja. Oh, da ist ein leerer Platz frei. Wie wär's denn, wenn wir mit einem Buch reinstellen? Oh mein Gott, es bewegt sich einfach so. Wie konnte das nur passieren? Dass ich dieses Buch einfach so wie. Weiß ich auch nicht. Egal. Mein Gott, Magie. Ich möchte hier nicht sein. Magie, Magie und Luminisanten. Ach nee, das hier, glaube ich. Nee, andere Seite. Wir müssen einmal hier rumgehen. Denn ich glaube nicht, dass es uns wegschieben will. Die Bücher sind nach den Autoren angeordnet worden. Fu Canelli. Das ist ein leerer Platz auf dem Regal. Es wäre schlau, da einfach mal ein Buch hinzutun. Geheimnis des Doms. Dankeschön. Rein damit dir. Es ist immer wirklich an der gleichen Stelle der Platz frei. Ich werde mit euch das bei dem nächsten Regal auch ein Platz da frei ist, wo wie das bei den anderen auch waren, ja. So, uns fehlt natürlich noch ein Buch. Und was ist das hier? Hallo, sprich das doch mal an. Ich möchte, dass du es ansprichst. Hallo? Hallo? Was ist das? Ja, okay, dann halt nicht. Weißt du, dann halt nicht. Aber wir können es auf jeden Fall verschieben eigentlich. Ja, dann, wenn ich loslasse, weißt du? Falsche Seite. Okay, ich merke schon, es tut mir leid. Ich bin von der falschen Seite an die Sache rangegangen. Ja, okay, wir machen von hier. Dankeschön. Ach, Gottchen. Lass bitte los. Und da unten liegt ein Buch. Oh, da ist ein Buch unter dem Ständer. OKK. Punkt Philosophie. Phil und Sophie. Sehr schön. Und das ist natürlich von Agrippa. Agrippa. Eigentlich müsste es dann hier sein, weil hier fehlt nämlich noch eins. Agrippa? Agrippa, genau. Und seht ihr wieder, an der gleichen Stelle fehlt da ein Buch. Das ist so lustig. So. Und dann verschiebt sich das auch. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt nochmal, weil diesen Fortschritt möchte ich auf jeden Fall nicht verlieren, den wir innerhalb fast 4 Minuten geschafft haben. Ja, speichern bitte. Man speichern macht so viel Spaß. Bibliothek ist es sogar wirklich, wie schön. Ich freue mich gerade so sehr. Uhu, Freude. Schöner Götterfunken. Und nein, ich möchte hier. Wirklich, jetzt wo ist Hiwi? Ich weiß nicht, wo unser Hund hin ist. Der ist schon seit dem Ding da unten nicht mehr da. Hallo? Da ist eine Leiter. Fiona. Wow, ich muss es ernsthaft mit Kreis anklicken. Ist das dein Ernst? Ach du Scheiße. Aber okay. Ist halt so. Ach, diese Kamera, wirklich, es ist so nervig mit dieser Kamera. Es ist so mega nervig. Und auftreten. Dann halt nicht. Ist in Ordnung. Dann machen wir sie halt sanft auf. Auch dumm, da oben eine Tür zu haben. Aber okay. Wer hat das schon? Und was mir da ins Auge springt, bist du, Fräulein. Einfach eine leblose Schneiderpuppe. Okay. Was bist du? Hallo. Auch eine leblose Schneiderpuppe? Ja, komm. Macht einfach die gleichen Texte. Alter, wirklich. Das Ding hat Haare. Das Ding hat Haare. Das finde ich nicht schön. Aber es ist auch einfach eine leblose Schneiderpuppe. Eine Leinwand. Hat hier jemand vor kurzem Filme angesehen?
Wahrscheinlich mit diesem Teil hier. Hier ist ein Projektor aufgestellt. Er sieht ziemlich alt aus, aber vielleicht funktioniert er noch. Das wäre möglich. Ja, okay, gut. Und wir haben hier einen Film. Ich würde sagen, wir benutzen den auch einfach jetzt. Und sagen, benutzen. Auf geht's. Film ab. This. I was being filmed. Who's there? After me. What do you want? Azoth. Azoth? Azoth. Essence of life. Of life. Of woman. Woman. Yep, wir sollten lieber abhauen. Denn die sind hier alle ein bisschen crazy. Ein bisschen crazy drauf. Besonders diese Frau. Oh Mann, toll. Mit dieser. Ah, komm schnell runter. Wir kommen jetzt übrigens nie richtig hin. Ich fahre hier immer runter. Yep, aber sie braucht Anlauf, um dann gleich die Treppe runterzugehen. Sie ist so behindert. Macht sie übrigens bei mir auch immer. Wir sind jetzt verletzt und ja, genau, wir wurden gefilmt auf jeden Fall. Aber eigentlich waren das nicht wir, denn wir laufen die ganze Zeit eigentlich ohne Zopf rum. Also haben wir eine Doppelgängerin und wahrscheinlich verwechseln die uns die ganze Zeit nur mit ihr. Ach, kann ja passieren. Ist ja nicht schlimm. Fisch, bitte Anglerfisch, rette mich, wenn es ein Anglerfisch ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Sie schreibt mal wieder rum, weil sie voll die Probleme hat. Auf jeden Fall hat man da am Ende ja einen Code gesehen, den man wahrscheinlich noch gebrauchen kann. Yui. Du solltest vielleicht mal herkommen. Oh, da ist eine Sackgasse. Ups. Ich dachte, ich kann hier lang. Nee, wir müssen gleich links. Für sie rechts. Und deswegen rückwärts, dann ist das für sie auch links. Genau hier lang. Wirklich, wo ist denn bitte Huey hin? Was ist denn los mit ihm? Lebt er noch? Was ist das? Ich will es anschauen. Ich möchte es nicht anschauen. Hallo, da ist doch irgendwas und dann möchte ich es mir auch anschauen, bitte. Okay. Fiona, ich weiß, du bist ganz aufgeregt, aber da oben ist ein Nucky Dye. Nucky Dye, Mensch. Ach ja. Wo ist denn? Finde ich schön, dass es, dass die Tür andersrum ist, aber wirklich, ich suche gerade wirklich meinen Hund. Wo ist denn bitte Huey hin? Huey ist einfach nirgendwo. Weil da unten komme ich nämlich nicht hin. Sie ist sich nämlich zu fein, um da runterzusteigen. Sie ist so bescheuert. Und ich suche meinen verdammten Hund. Jetzt mir wirklich, wo ist mein Hund hin? Alter, ich drehe hier gleich durch, wenn ich Huey dich nicht mehr habe. Alter, verdammt. Egal, egal, was soll man tun. Ja, bitte kurz, ja. So, wir sind jetzt auf jeden Fall in so einem kleinen Krankenzimmerhaus. Was auch immer das genau ist. Auf jeden Fall liegt da was auf dem...
Ich wollte eigentlich, dass du das Item nimmst, aber okay. Ein ziemlich schmutziger und unhygienischer Operationstisch. Darauf setze ich mich nicht, egal wie ernst die Krankheit wäre. Du könntest mich nicht dazu bringen, mich sogar nur für 5 Sekunden auf diesen Tisch zu legen. Ich habe auch gerade von Sitzen gelabert. Ja, also bitte, Fiona, hör mir doch mal richtig zu. Ich finde das voll gemein, dass sie mir nicht zuhört. Ich hoffe, dass mir von diesem Wasser nicht schlecht wird, wenn ich es trinke. Ich denke mal, hier sieht es am saubersten aus. Als in dem... Nee, obwohl doch nicht. Warte mal. War in dem einen Badezimmer und in dem zweiten Badezimmer. Dann ist es vielleicht doch nicht so schön hier. Lavendel haben wir. Okay, finde ich schön. Das finde ich sehr gut. Was sind das eigentlich genau? Das ist ein Gerät, das zum Messen verwendet zu werden scheint. Was sie wohl damit messen? Dein Körperfettanteil. Was? was ist das jetzt bitte hier? Sieht aus wie Plastikbehälter zur Aufbewahrung von Chemikalien. Ich kann das Wort Ethanol auf den Etiketten ausmachen. Also ich muss sagen, als ich noch auf der Realschule war, habe ich mich irgendwie voll bei Chemie angestrengt. Ich weiß nicht, ich wollte unbedingt eine 1, aber habe nie eine 1 bekommen. Es war immer eine 2+. Ich habe mich so aufgeregt, obwohl ich Chemie nicht kann. Ich interessiere mich auch nicht dafür, aber ich weiß nicht warum. Was wohl da drin ist? Nichts, was hier explodieren würde oder so. Oder? Frag mich nicht, ich bin auch kein Experte, mein Gott. Ob dies wohl als Verstärkt dienen könnte, wenn ich jemals eins bräuchte? Verdammt, es ist abgeschlossen. Also ich hätte mich jetzt sonst voll gewundert, wenn man sich darin verstecken könnte, weil ich mich darin nie versteckt habe. Okay, da liegt was oben drauf. Mehrere Flaschen mit verschiedenen Chemikalien sind draußen gelassen worden. Was ist das da oben bitte? Hallo? Die Worte Schwefelsäure sind auf einer Flasche geschrieben. Okay. Schön, ich finde es hier toll. Nichts zu verstecken, aber... Was ist das jetzt noch bitte? Aus irgendeinem Grund scheint dieser Raum eine vergleichbar moderne Einrichtung zu enthalten. Trotzdem jedoch habe ich das meiste Zeug hier noch nie gesehen. Ich auch nicht, denn das interessiert mich nicht. Hiwi, ich vermisse dich, da liegt was. Und da auch. Und was ist das bitte? Nichts. Okay, aber hier liegt noch was, das sehe ich. Und daneben auch noch. Hallo. Ich bin neu hier. Was ist das? Es ist eine Art Medizinflasche auf dem Regal. Essigsäure. Okay. Sehr schön. Gut zu wissen, dass hier Schwefelsäure und Essigsäure sind. Hallo? Gut, kann man nicht anklicken. Alles klar, dann haben wir, glaube ich, hier alles... Wir haben keine Musik, ne? Wir haben keine Musik und keine... Ahnung, wo Hiwi ist. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Ich hätte jetzt eigentlich... Also... Oh, da liegt ein Hocker! Übrigens, habt ihr gesehen? In der Szene, da war wieder der Stuhl im Weg. Ja, sie war gegengerannt. Aber den Hocker möchte sie nicht ansprechen. Was ist denn los mit ihr? Hier ist auf jeden Fall ein Spiegel. Mach ich schon mal auf. Sehr schön. Hi, Fiona. Tschüss, Fiona. Genau. So, gut. Wir werden jetzt einfach unser Abenteuer ohne Hiwi bestreiten. Ich frage mich wirklich, wo Hiwi ist. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Erstmal habe ich mich eher davor erschrocken. Ein Tuch verhüllt das Ding. Warum versuchen sie alles so zu verstecken? Mach's doch auf. Hallo? Okay, ja. Hallo? Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich bin und wie ich hier wieder rauskomme? Hallo? 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 Hallo, willst du nicht mit mir reden? Okay, dann lasse ich dich da stehen. Ist in Ordnung. Wenn du gerne die Wand angucken möchtest, ist das völlig in Ordnung. Wirklich, ich habe da nichts gegen. Hat er wirklich nichts gegen? Hier kann man nichts angucken irgendwie, obwohl da so viel liegt. Dum, 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 dum. Es ist ein dunkler Gang. Dum, 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 dum. Ist das ein Pilz? Die erinnert mich so von Harry Potter an diese kleinen Gnome. Kennt ihr Harry Potter? Vielleicht einmal... Oh Gott, das ist jetzt schlecht. Hammer. Kammer des Schreckens. Das sind diese kleinen Gnome, die man... Oh, das ist schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Hätten wir jetzt hier, wie könnte er uns nämlich helfen, diese Dinge... Alter, was macht das? Das war sehr schlecht. Vielleicht sterben wir jetzt auch. Ich hoffe, wir sterben jetzt. Wie schnell sie Panik bekommen. Ich bin das gar nicht gewohnt. Sie hat das sonst nicht so schnell Panik bekommen bei mir. Aber gegen Wände laufen lassen, dann funktioniert das schon. Und unten... Oh, okay. Ich sehe einfach gar nichts. Das ist nett. Ist in Ordnung. Ja, ich glaube, dir wird keiner helfen können. Oh. Versteck dich. Versteck dich, habe ich gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist nämlich ein Tisch zu verstecken. Zum Verstecken, vielleicht habt ihr es vorher nicht gewusst. Aber da kann man sich verstecken und schon ist Daniela da wegen so einem Scheiß. Ja, das hätte ich besser ab...
Dingsen abtimen können mit dem kleinen Ding. Aber ich war gerade so in diesem Gespräch, um euch das zu erklären. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist gerade echt blöd gewesen, aber Daniela sitzt hier und möchte ein bisschen mit uns spielen. Ist in Ordnung. Daniela, könntest du bitte... Also ich habe gerade... Ich werde mit euch, sie sieht uns gleich. Wäre es eine Scheibe, wäre es in Ordnung. Bitte. Tu es weg. Ich muss immer ihren Arm so ein bisschen anheben, damit das nicht auf den Boden kommt. Das würde mich voll aufregen. Ansonsten würde ich es einfach durchschleifen. Ist mir scheißegal. Habe ich früher auch habe ich früher auch mit meinem Ranzen gemacht. Habe ich ihn einfach so genommen und einfach so lang geschliffen auf dem Boden, weil ich keinen Bock hatte, den hochzunehmen. Oh Gott. Ja, aber ich muss ja nicht nachmachen. Sie ist halt ein bisschen reifer und so und nicht so dumm wie ich. Ich hätte irgendwie gerade voll Lust, irgendwas zu... Ja, ich würde euch gerne was zeigen. Es ist nur die Frage, wie, weil Hiwi nicht da ist. Also, bei ohne Hiwi sind wir echt wehrlos. Wir können uns nicht wehren. Und deswegen frage ich mich, wo denn mein kleiner Hund ist. Wirklich, ich werde, glaube ich, gleich zurücklaufen und ihn suchen. Weil es kann doch nicht sein, dass er gar nicht da ist. Er war noch eigentlich da, als wir im Garten waren, war er, glaube ich, noch da, ne? Oh, bitte, Daniela, könntest du bitte ganz woanders hingehen? Mach einfach irgendwie Wallhack an und dann geh durch den... Ich wollte gerade Wahl sagen. Oder... Geh durch die Wand, bitte. Geh einfach durch die Wand und... Und ja. Boah, jetzt reicht's mir aber. Gehst du weg? Die Luft ist rein. Okay. Ja. Okay. Ja. Ich werde übrigens nicht sofort wieder raus, obwohl, na, ich wollte das wieder raus. Wieder raus, danke. So, das werde ich nämlich aufheben. Wenn du jetzt wieder runter gehst, Fiona. Medaillon, danke, müssen wir übrigens auch mal wieder machen. Ich habe da aber so keine Lust drauf. Oh, was ist das denn? Ach, eine Zelle, es ist ein gewaltiger Käfig. Was in aller Welt können sie hier einsperren? Dich, wenn du nicht artig bist. Aber sie muss natürlich im Keller sein, ne? In diesem kleinen Mini-Käfig. Okay. Wir merken, die Tür ist von der anderen Seite abgeschlossen. Das ist schlecht. Das heißt, wir gehen jetzt schön zurück. Ja. Immer noch ohne Hiwi, was mich richtig traurig macht. Ich fühle mich so wehrlos jetzt, weil er nicht da ist. Das ist richtig schlimm. Das ist voll traurig. Hallo? Hallo? Da ist was im Weg. Danke. Ich klicke wirklich die ganze Zeit zur Seite. Aber sie hat einfach kein Interesse daran. Das ist voll eine blöde Kuh. Die möchte aber nicht auf mich hören, diese Frau. Hiwi. 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 Okay. Ach Gottchen, wo ist denn dieser Hund? Dann gehe ich jetzt ohne dich weiter, ne? Das ist jetzt einfach so. Ich gehe ohne dich weiter. Guck mal. Vasen. Kaputt machen. Das mache ich jetzt ganz allein ohne dich. Das heißt, ich mache den ganzen Spaß alleine. Hab den ganzen Spaß alleine und so. Oh Gott, ja. Da ist nichts. Und das ist ein richtig cooles Gerät. Voll krass. Bitte guck sie an. Hallo, Fiona. Danke. Synthesizer. Durchtrennung des Halbstücks aus Platin und dessen anschließender Synthese mit dem geheiligten Weiß ist eine neue spirituell durchdrungene Substanz geboren. Der Pfad, den du begehst, ist so gefährlich, wenn du jedoch nicht... Ist so gefährlich, Punkt. Wenn du jedoch nicht willst, dass das geheiligte Weiß besudelt wird, dann solltest du den großen Prozess hier aufgeben. Danke, ich habe jetzt ganz viel gelernt. Und sie hat ganz viel gedacht. Ah, falsche Seite. Ein Synthesizer? Weiß nicht. Hier steht in diesem Er steht in diesem dunklen, gruseligen Korridor und sieht aus wie ein Gerät eines verrückten Wissenschaftlers. Gott, ich vermisse zu Hause. Ja, ich vermisse auch zu Hause. Wirklich. Okay. Es sind Bücher auf dem Tisch ausgebreitet. Sie scheinen sich von komplexen Formeln zu handeln. Ach, ich hasse es. Aber sie reichen weit über meine Verständnisebene hinaus. Hättest du doch noch besser in der Schule aufgepasst oder in der Uni, Fräulein. Ja, was ist das hier genau? Auch wieder so kleine Zellen, ne? Sagst du was dazu oder sagst du einfach, nö, interessiert mich nicht. Okay, sie sagt, interessiert mich nicht. Okay. Okay, hier ist ein großes Speichern. Sehr schön. Hier ist eine Kurve. Eine Linkskurve. Nicht geschafft, aber egal. Ja, Gewinner können nicht immer gewinnen. Das hier sind auch nur komische Wesen. So, hier ist die Tür. Und mit dem Gerät links. Und natürlich ist die Tür nicht offen. Sie ist nämlich... Es ist verschlossen. Ich kann es nicht öffnen. Wie kriege ich das auf? Wir haben hier einen Film gesehen, wie diese Kombination hier war. Das ist eine Wählscheibe.
mit etwas, das wie ein Wasserrohr aussieht, verbunden. Die Wählscheibe betätigen. So, was ist hier oben? Das, nein, das da war und unten war das andere Teil. Das, was jetzt kommt. Ja. Klick, klick. Danke. Wir haben es geschafft. Yeah. Und natürlich kommt auch das Geräusch, dass wir etwas geschafft haben. Sehr schön, freut mich. Bevor wir da weitergehen, gehe ich lieber zurück und suche nach meinem Hund. Und das werde ich mit euch machen. Da ist der Part ein bisschen länger und so, aber ist ja kein Problem. Notfalls schneide ich doch lieber was weg. Denn ich möchte nicht allein mit meinem, alleine ohne meinen Hund hier langlaufen. Wir haben die Kurve fast geschafft. 400 dreht doch nicht um. Wir müssen das nicht. Oh, ernsthaft? Ernsthaft? Oh Gott, die ist auf. Nein! Nein! Du bist ja blöd. Das werde ich wahrscheinlich wegen der sterben. Oh Gott, wo lang muss ich gehen? Ich will euch mal was zeigen. Ich weiß, ich habe das noch nie gemacht, weil ich immer keinen Bock drauf hatte. Aber ich würde gerne mal was ausprobieren. Und zwar hier. Warte. Guck mal dahin. Doch, hast du. Tu es. Du hast dafür Zeit. Die Tür zugemacht, wir werden sterben. Wieso ist das denn? Aber ich kann das doch eigentlich tun und. Also irgendwie kann man. Scheiße, wir werden jetzt eh sterben. Okay, gut. Wir haben keinen Hund, der uns rettet. Das ist schlecht. Das ist sehr dolle schlecht. Ich muss die Tür bitte öffnen. Öffne die Tür! Nein, ich werde sterben. Bitte lauf. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Wieso hat das nicht funktioniert? Warte mal. Wir müssen jetzt wirklich mal Items benutzen, weil ich so doof bin. Das würde ich dann mal. Camilla? Auch. Fuck, ich suche einfach eigentlich meinen Hund. Dann mache ich das anders. Dann schneide ich mal im nächsten Part so hin, dass ich das hinkriege. Dann kommt eigentlich auch eine Sequenz. Aber wie gesagt, ich habe das vorher noch nie gemacht. Deswegen muss ich auch erstmal gucken, wie das funktioniert. Oh Gott. Hier rein. Danke, lauf nach unten. Wir suchen nämlich unseren Hund. Der hier irgendwo sein müsste. Ich weiß noch nicht wo. Hiwi? Hiwi! Aber Hiwi ist nirgendwo. Er ist nirgendwo. Er ist nicht für uns da. Er ist blöd. Okay, wir haben jetzt schon fast zwei Parts ohne Hiwi verbracht, ne? Also, sag ich mal, anderthalb Parts. Ja, anderthalb Parts ohne Hiwi. Das ist voll krass. Ich vermisse den kleinen Hund. Wo ist er denn hin? Mann, ey. Hiwi? Wo bist du? Hast du dich nicht runtergetraut alleine? Ist das das Problem? Das ist schlecht. Ah, ich freue mich auch schon so, diese Szene zu sehen, denn ich weiß nicht, wie die aussieht. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Darauf freue ich mich schon wirklich. Das ist dann für mich auch so eine kleine Sache, die ich dann auch wieder die ich dann abhaken kann, weil ich das dann auch mal geschafft habe. Wenn diese Tür jetzt zu ist, ne? Oh Gott, Hiwi. Es ist bestimmt genau hier. Hallo, Hiwi. Hiwi? Come on. Hallo? Hiwi? Nein, sag mir jetzt nicht, du bist auch nicht hier. Aber das regt mich so auf bei ihr, weil sie einfach alle Türen zumacht und dann kommt der Hund nicht hinterher. Oh, das ist so nervig bei ihr, wirklich. Come on. Hiwi? Ich höre dich doch. Oder? Hiwi? Come on. Hiwi? Hallo? Come on. Wo ist er denn? Er ist auch nicht hier. Wir haben unseren Hund verloren, liebe Leute. Er ist einfach nicht mehr da. Ich glaube, er ist hier drin. Aber es kann doch nicht sein, dass wir unseren Hund... Nein, das kann doch nicht sein, dass wir den... What? Wo bist du denn? Was ist hier los? Wir sind doch nirgendwo besonders lang gegangen. Wirklich jetzt? Ich weiß nicht, wo Hiwi ist. Was ist denn hier los? Habe ich jetzt irgendwie einfach keinen Hund mehr? Aber ich verstehe das nicht. Wo ist mein Hund hin? Ich weiß gerade nicht mal, bis wann ich den hatte. Bis wohin. Aber der muss ja eigentlich... Der kann hier nicht drinnen sein, oder? Nein, da habe ich ihn ja noch angegriffen. Weil die Tür ist zu. Und der Hund war doch hier draußen, das weiß ich. Hiwi? Come on. Hallo? Alter, was ist hier los? Wo ist dieser Hund hin? Wo ist dieser verdammte Hund? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß es nicht. Verdammt. Hiwi?
Come on. Hallo? Ist er vielleicht hier draußen? Warum ist denn die Tür auch wieder zu? Die war doch offen. Ich verstehe das nicht. Herr, wo ist Hiwi? Hiwi! Come on. Hiwi! Come on. Auf jeden Fall lebt er noch, das ist doch schon mal ein Erfolg. Come on. Hier ist er offen, das heißt, da kann er auch nicht sein. Aber... Hiwi? Come on. Da ist er auch nicht beim Mammut. Was ist hier los? Ich verstehe die Welt nicht. Wo ist der Hund hin? Hiwi. Hiwi. Ist er doch irgendwie hier? Ach so, ja, stimmt. Die Mumie bewegt ihren Kopf. Warum in aller Welt ist das hier? Ja, und warum bewegt sie ihren Kopf so? Das weiß ich auch nicht. Sie ist halt einfach behindert. Die Tür ist hier ja auch zu. Vielleicht ist er hier. Ist er ja hier drin, ne? Ich gucke jetzt einfach alles ab und suche nach meinem Hund. Die Tür da hinten ist offen. Aber da ist ja unser Hund auch nicht drin. Ich verstehe es nicht. Hiwi. Hiwi. Was ist hier los? Ich laufe hier schon die ganze Zeit unter meinen Hund lang und weiß nicht, wo er ist. Ist das denn mein Ernst? Gib mir bloß keine Hunde. Das ist schlecht. Mann, ey. Und sie hat wieder ihren Kopf bewegt. Guckst du mich jetzt irgendwie anders an? Als davor sonst so? Nö, du guckst einfach total scheiße. Hiwi. Ah, ich drehe gleich durch. Ich weiß aber nicht, wo Hiwi ist. Oh, ich habe ihn ja schon mal gehört. Das heißt, er muss ja doch irgendwo sein. Aber oh, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat er keine Lust mehr auf mich. Denkt sich so, boah, ne. Mit der doch nicht. Hier drinnen vielleicht. Hätte ich mal vielleicht gleich gucken sollen. Aber warum sollte er da drinnen sein? Alter, ich kriege die Krise, ne? Ich kriege ja echt die Krise. Einfach trinken, genau. Statt ist wieder hergestellt. Okay. Dieser Part wird es länger gehen, einfach weil wir auf der Suche nach unserem Hund sind. Das ist auch kein Problem. Denn Hiwi ist ja auch wichtig in unserem Leben. Hiwi ist sehr dolle wichtig. Ist er denn vielleicht hier drinne? Bei diesem wunderbaren Karussell. Nee, ist er nicht. Nee. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hallo? Alter, ich kriege hier langsam echt Panik, wenn ich jetzt nicht gleich meinen Hund finde. Hiwi. Hund! Come on. Ich suche gerade eigentlich nur einen Hund, den du bestimmt irgendwo weggesperrt hast. Vielleicht ist er ja irgendwie hier drin oder so. Nein, 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 nein. Mann, verdammt, es ist sie auch noch hier. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Fiona, hör nicht auf sie. Hör nicht auf sie, hör nicht auf sie. Sie ist einfach nur neidisch und scheiße. Ich möchte meinen Hund wieder haben. Mach die Tür auf. Geh da jetzt einfach durch. Geh da durch. Mann, Hiwi. Da huckt er dann. Mist. Ja, dann würde ich mal sagen, ich suche erst im nächsten Part meinen Hund, ne? Nein, nicht mich schlagen. Ich drehe hier durch. Ich drehe hier einfach durch dich durch. Alter. Ich will jetzt eh nicht. Ich werde sie nicht los. Ich werde sie einfach nicht los, weil ich Hiwi nicht habe. Ich kann mich jetzt nicht einfach hier unter dem Sofa verstecken und warten, bis sie weg ist. Kann ich schon, aber bringt mir nichts. Ach du Scheiße. Was ist hier denn los? Ja, sie hat mich jetzt nämlich. Ey, ich werde hier sterben, einfach weil mein Hund nicht da ist. Wo ist denn bitte mein Hund? Ey, ich drehe hier durch. Ich drehe hier ganz einfach durch. Warum ist sie jetzt stehen geblieben? Ich muss jetzt meine ganzen... Ja, Panik. Ja, verstehe ich. Scheiße. Scheiße, scheiße. Sie kann nicht mehr. Ausdauer. Ich höre doch die ganze Zeit das Falsche eigentlich an, ne? Falsche. Alter. Warte mal ganz kurz. Ja, da halsreif. Langsam die Verlust der Lebenskraft und beschleunigte Erholung. Hohe Chance, Angriff zu vermeiden. Ja. Ja. Ich kriege hier die Krise. Wieso die Krise?
Aber warte mal. Wir haben noch Sachen, die wir hinlegen können, ne? Ach komm, who cares? Who cares? Ganz ehrlich. Liegt sie schon auf. Warum ist sie denn jetzt schon kaputt? Okay, okay, gut. Gut für mich, dass sie jetzt schon nicht mehr kann. Dann gehe ich jetzt zurück zu dieser scheiß Uhr. Und weiß nicht, wo mein Hund ist. Das, was ist das denn? Ich kriege ja wirklich die Krise. Und das ist jetzt so ein langweiliger Part am Ende geworden. Aber was soll ich tun? Ich möchte doch einfach nur meinen Hund bei mir haben. Ich möchte einfach nur meinen verdammten Hund. Ja, ich gehe jetzt noch den Weg und dann mache ich aus. Also, tschüss.